Mann, wer schießt natürlich Balotelli, denke ich mal. Ja, Balotelli. Komm, jetzt machen wir Balotelli noch ein bisschen verrückt. Hey Leute, was geht ab? Euer Packstrader ist am Start und heute wünsche ich euch recht herzlich willkommen zur 5. Folge Trainerkarriere mit Tottenham Hotspurs. Auf jeden Fall, ja, haben wir in der letzten Folge die ersten beiden Spiele gemacht. Wir sind jetzt in der Tabelle auf Platz 5. Manchester United hat die ersten beiden Spiele gewonnen und dieses Mal gibt's in dieser Folge wieder zwei Spiele, nämlich kann ich euch gleich mal sagen, gegen welche Vereine wir heute ran müssen, nämlich gegen Sunderland und gegen Liverpool, also auch wieder zwei, ja, Teams für sich, die auch richtig gut sind. Meiner Meinung nach auf jeden Fall simulieren wir jetzt mal ein bisschen weiter. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt schon mal ein Angebot gemacht für irgendeinen Spieler? Ich glaube schon, ne? Ich weiß gar nicht mehr für welchen Spieler. Aber ich werde, denke ich mal, jetzt hier gleich ein Gegenangebot bekommen oder geht das auch schon Transferende am 31. in 3 Tagen? Sehe ich da gerade. Müssen wir mal schauen. Ich mach mal hier stoppen. Was wir uns noch holen könnten. So, wie gesagt, einen Ersatzstürmer haben wir ja, mit Grota. 9 Außenverteidiger, 9 Sechser, oder? 9 Sechser. Stambouli. Ja, 9 Sechser könnten wir uns noch holen. Weil Stambouli, wie alt ist denn der? Ich glaube nicht so jung, oder? 24 Jahre alt. Könnte eigentlich, ja, geht eigentlich. Aber wie viel Millionen haben wir jetzt noch? 17 Millionen haben wir noch zur Verfügung. Also könnten wir uns dann noch einen neuen Sechser kaufen. Zum Beispiel Christoph Kramer. Das wäre richtig nice, wenn wir Christoph Kramer bekommen würden. Leute, das wäre richtig Hammer. Verliehen an... Ach, Kacke. Schade. Schade. Aus der Traum mit Christoph Kramer. Müssen uns einen neuen Sechser suchen, schnell mal. ZDM, schaue ich mal Bundesliga einfach mal schnell. Weil Bundesliga ist einfach, ja, finde ich am geilsten. Weil wir haben ja ein Barclays Premier League Team und dann haben wir schon so viele englische Spieler, sage ich mal. Und dann halt eigentlich einfach schöne deutsche Spieler kaufen. So, wen dann gibt es denn hier alles? Junior Malanda, Malanda. Den würde ich mir nicht kaufen, der macht ja alles daneben. Felix Groß. Nee. Mache ich mal 24 und ZM könnten wir ja nochmal ausprobieren hier. Weil, upsala, ey, was ist denn das für eine Kacke hier? Ganz ehrlich. Ich komme hier gar nicht klar mit dem Menü hier. So, ZM, wen gibt's da? Amini. Mustafa Amini, Tolga Cigacci. Heuberg. Ey, Heuberg, der gefällt mir irgendwie. Thiago, oi. FC Bayern kontaktieren für Thiago. Wie teuer ist der? Ich mache einfach mal 12 Millionen. Wert ist ja 10,5 Millionen. Also 12 Millionen könnte eigentlich Bayern annehmen. Wenn nicht, mache ich hier nochmal kontaktieren Heuberg. Mache ich jetzt schon mal, weil ich glaube, die letzten 24 Stunden sind gerade. Deswegen kontaktiere ich hier in Heuberg nochmal. Da steht aber kein Preis da. Aber da steht oben, machen wir einfach mal 4 Millionen, dass wir vielleicht Heuberg kriegen. Wenn nicht, also ich würde lieber Thiago nehmen, aber Heuberg ist auch in Ordnung. Mal schauen. Ich glaube, Thiago würde sogar einen Stammplatz bekommen. Meiner 11, in meiner Startelf. Angebot akzeptiert und die Summe ist zu niedrig. Wir sind der Meinung, dass er mehr wert ist. Okay. Machen wir einfach mal 16 Millionen. Dann könnten wir, ja, ich hau ich einfach die ganzen Millionen raus, die wir haben für Thiago. Weil der ist auch ein geiler Spieler. 81er Bewertung hat er. Aber wenn wir ihn nicht bekommen sollten, sage ich mal in den nächsten paar Stunden hier, dann nehmen wir einfach Heuberg an. Weil Bayern hat auf jeden Fall bei Heuberg angenommen. 26 Millionen, okay, dann nicht. Dann müssen wir Heuberg nehmen. Dann nehmen wir jetzt Heuberg. Dann bekommt er von mir hier 17.500 Euro. 4 Jahre und... keine Angabe, sonst sagt er, wie er möchte Stammplatz spielen oder sowas. Aber Stammplatz würde er erstmal nicht spielen. Thiago würde Stammplatz spielen, aber du nicht. So, jetzt simulieren wir noch schnell weiter. Und dann werden wir auch gleich mal das erste Spiel spielen gegen Sunderland. Akzeptiert, okay, Heuberg hat angenommen. Nice, liebe Freunde, nice. Aber jetzt haben wir noch 13 Millionen. Also eigentlich könnten wir uns noch einen anderen holen. Was für einen anderen? Ein Innenverteidiger oder ein Stürmer? Hygrota.
Ja, einen Stürmer haben wir eben schon gekauft. Einen neuen Zehner, oder? Für Eriksen, weil wenn der mal ausfällt, haben wir eigentlich auch keinen. Außer Hygrota, den könnt ihr noch hinstellen, aber der ist jetzt auch nicht so stark. Okay, Angreifer, Zehner. Einfach mal auch in der Bundesliga umschauen. Hier Zehner, ZOM. Schauen, ob mir da vielleicht einer sehr gefällt. Arnold. Uiuiui, Arnold, wie teuer ist der? Steht auch nicht da. Machen wir einfach mal 7,5 Millionen. Ja, 7,5 Millionen. Machen wir einfach mal an Arnold ein Angebot. Und dann könnten wir noch hier, schauen wir mal. De Bruyne ist erst gewechselt. Thorgan Hazard auch. Kiyotake, Hani Mukta, Roberto Firmino. Hakan Çalhanoğlu, der ist aber erst gewechselt von Hamburg nach Leverkusen. Firmino. Firmino könnten wir uns auch holen. Schauen wir mal. Da machen wir einfach mal. Okay, der ist ein bisschen besser, oder? Machen wir mal 10 Millionen. Wenn nicht, können wir immer noch ablehnen, sage ich mal. So ist es ja nicht, ne? Arnold oder Firmino, Leute. Einer von den beiden wäre noch eine richtig gute Verbesserung für unser Team. Für diese Saison, weil ist ja gleich zu Ende hier. Transfers. Die Transferperiode akzeptiert hat. Wolfsburg akzeptiert und Dings hat abgelehnt. Okay, ist zu wertvoll. Also, da haben wir jetzt Arnold bekommen, Leute. Arnold, sehr nice. Arnold bekommt von uns 50.000. 50.000, 4 Jahre. Okay, machen ja 4 Jahre. Und 50.000 sollte eigentlich passen hier für Maximilian Arnold, Leute. Der hat auf jeden Fall was drauf. Der hat was drauf, Leute. Ja, mal gucken, was wir jetzt hier noch alles bekommen. Akzeptiert. Okay, jetzt haben wir auch Arnold. Arnold, Arnold. Und wen haben wir uns eben noch gegönnt? Wer war denn das? Heuberg, genau. Heuberg. Und ja, mehr passiert jetzt eigentlich nicht. Ich würde mal sagen, sehen wir uns beim ersten Spiel wieder bei Zanderland, ne? So, da sind wir jetzt auch beim Spiel angelangt hier gegen Zanderland. Sie in Rot-Weiß. Wir spielen mal in Schwarz. Und ja, unsere Formation sieht folgendermaßen aus. Unverändert. Bloß auf Ersatzbank haben wir natürlich Arnold und Heuberg draufgepackt. So, jetzt gehen wir mal hier auf Spielen. Jetzt kommt, glaube ich, hier so ein Skillspiel. Auf jeden Fall, ja, würde ich mal sagen, sehen wir uns bei der ersten Szene wieder. Erik Dohm, oh, hat da Probleme. Jetzt kommt gleich die Flanke von Adam Johnson und der alter Falter, die kommt zum Kopfball hier, der Stürmer Fletcher. Aber da haben wir richtig Glück gehabt, dass dieser Kopfball nicht gleich mal im Netz oder am Tor gezappelt hat. Ach, schade. Gute Grätsche von unserem Gegner, aber jetzt hier Eriksen. Zieht nochmal zurück, Eriksen mit dem Finesse und Leute, der Finesse geht rein. Oh mein Gott, was für ein wunderschönes Tor hier von Eriksen, Leute. Was für ein wunderschönes Tor hier von Christian Eriksen, Leute. Dieser Typ, der geht richtig ab. Der geht sowas von ab hier. Hier nochmal so ein kleiner Fake-Schuss, zack. Und dann machen wir den Finesse-Short und der geht wunderbar rechts unten in die Ecke, Leute. Richtig starker Schuss hier von Eriksen, zack. Hier nochmal mit wunderschön viel Effet hier. An Brown vorbei, an die Grätsche von den Innenverteidiger oder den, keine Ahnung, was da war, vorbei. Und dann schließt er noch am Torwart. Auf jeden Fall hier, schönes Tor, neuer Spielstand, 1:0. Da ist Soldado auf dem Dembélé, Eriksen, nee, Lamela auf Soldado. Leute, was ist denn hier los? Ach, Soldado macht ihn. Soldado macht das, 2:0 hier gleich in der 12. Spielminute, Leute. 2:0 hier in der 12. Spielminute. Soldado schlägt wieder zu. Aber ich habe auf jeden Fall die Schwierigkeit bei Weltklasse gelassen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich es runtergestellt habe. Die Schwierigkeit ist immer noch bei Weltklasse. Junge, Leute, was ist denn hier los? Wir gehen hier richtig ab, aber Zanderland ist einfach zu schwach. Keine Ahnung. Neuer Spielstand 2:0, würde ich aber erstmal sagen. Oh, Johnson. Oh, guter Pass auf Fletcher, aber Lloris, was für eine Glanzparade. Van Aanholt auf Fletcher auf Giaccherini, 1:2. Leute, hätte ich es mir eben nicht gesagt, dass es so einfach ist. Und zack, kriegen wir das 2:1. Giaccherini hier, 28. Spielminute. Ja Leute, solange wir führen, ist noch alles in Ordnung. Aber ich hoffe mal, dass wir jetzt noch gleich einen raufpacken können hier. Weil 2:0 Führung war schon nice, aber jetzt haben wir hier ein Gegentor bekommen und eigentlich richtig gut rausgespielt. Giaccherini und der zieht einfach ab und zack, Lloris sieht alt aus. Und ja, muss sich das Tor gefallen lassen, sage ich mal. Zack, Lloris hier. Ja, hätte er haben können, hat er aber nicht gehabt. Auf jeden Fall 2:1 hier. 39. Spielminute. Ja, ein Freistoß eigentlich aus einer akzeptablen Position, würde ich mal sagen. Vielleicht könnten wir ihn ja reinschießen.
Billy Jones hier auf jeden Fall die gelbe Karte. Und die Zeit tickt mal wieder weiter, so wie man es kennt hier. Zack, die Grätsche, Soldado. Ja, zack, macht einen Überschlag. Ja, muss ein Freischuss geben, gibt ja auch hier. Schießen wir mit Eriksen? Ja, ich denke mal, wir schießen mit Eriksen. Er hat am besten Freischusswerte hier. Eriksen, wenn er das Ding jetzt reinhaut, Leute. Wenn er das Ding jetzt reinhaut, aber der Ball geht 2-3 Meter übers Tor. Gar nicht so schlechter Versuch. Aber hätte besser sein können, hätte besser sein können. Zur Statistik kann ich gleich was sagen. Nämlich, ja, wir haben natürlich wieder weniger Ballbesitz, dafür haben wir mehr Schüsse aufs Tor und natürlich steht es hier noch 1-2. Ja, ist eigentlich wie immer, der Komitee hat eigentlich immer mehr Ballbesitz. Es ist einfach so, weil die Komitee-Gegner, die passen immer rum. Es geht mir einfach eigentlich auf den Sack, aber so ist es halt, das Komitee-Spiel. Auf jeden Fall 2-1, mal schauen, was die zweite Halbzeit noch so bringt. Schöner Pass auf Eriksen und jetzt Soldado wieder auf Eriksen. Ah, der Ball kommt nicht an. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich wechsle ihn mal gleich. Hier Grota rein und Arnold rein. Die beiden möchte ich einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das mache ich jetzt auch erstmal. Hier Grota rein hier. Hier Grota für Soldado. Probieren wir einfach mal. Hier Grota. Heuberg kommt jetzt auch mal sein erstes Spiel hier für Dembélé und Arnold. Kommt für Januzaj, nicht, dass er sich noch eine rote Karte abholt. Und machen wir, wechseln wir so, weil Arnold Linksfuß ist. Und dann machen wir das Ganze erstmal so. Und jetzt auf jeden Fall hier Sunderland am Ball. What will? Auf Fletcher, das spielen sie gut. Aber jetzt ist erstmal die Chance vorbei. Buckley mit der Flanke. Die kommt irgendwie an noch zu Fletcher. Aber mit einem Fehlpass und Erik Dohm raus damit. Jawohl, stark. Und jetzt weiter auf Higrota. Higrota, komm. Nimm den Ball an und jetzt weiter nach unten auf Eriksen. Eriksen, jetzt mach ihn. Komm, wenn du ihn jetzt nicht machst, jawohl. 3-1 hier. Wunderschön hier. Konterspiel hier. Weil irgendwie Sunderland vertändelt da den Ball da vorne und dann haben wir es ganz klasse gemacht. Lamela auf Higrota. Higrota stoppt nochmal den Ball und Eriksen ist damit in der Mitte ganz frei. Und das musste das 3-1 sein. Und da ist das 3-1 hier. Christian Eriksen macht sein zweites Ding hier im dritten Ligaspiel. Auf jeden Fall richtig nice und neuer Spielstand 3-1. Oh oh, Jones. Flanke auf Fletcher, aber der kann wieder nicht köpfen. Jetzt hier irgend so ein anderer Fritze. Redruckt oder irgendwie sowas. Oh mein Gott, Fletcher. Schöne Grätsche hier von Erik Thurm. So, jetzt vielleicht nochmal Walker. Und jetzt macht Sunderland ganz offen hier. Ganz offen. Jetzt Higrota vielleicht nochmal mit einer Chance. Higrota, komm. Jetzt pace ein bisschen und Higrota. Oh mein Gott, was machst du da? Mann, ey. Schade. So, Leute, jetzt gibt es hier in der 90. Minute nochmal eine Ecke für Sunderland. Aber ich denke mal, ich habe eh gewonnen. Weil zwei Tore, nee, das schaffen sie nicht mehr. Oh mein Gott, Giaccherini raus damit, Erik Dohm, jawohl. Und da haben wir 3-1 gewonnen hier, Leute. 3-1 haben wir das dritte Saisonspiel gewonnen. Wichtiger Sieg hier, auf jeden Fall gegen Sunderland. Und jetzt auf jeden Fall geht's gegen Liverpool ran, Leute. Gegen Liverpool. Da muss ich mich noch mehr, denke ich mal, anstrengen. Weil Liverpool wirklich richtiger, starker Verein. Gerrard, Balotelli, die haben richtig viele Topstars. Auf jeden Fall mal schauen, was da so geht. So, Leute, jetzt geht's hier gegen Liverpool ran. Wir sind heim, das ist noch geiler. Wir in weiß, Liverpool in rot. Und hier seht ihr es, Leute, das erste Spiel war natürlich auch Weltklasse. Ich habe es jetzt nicht runtergestellt oder sowas. Auf jeden Fall hier 17. September 2014, Anstoß 1945. Wir gehen wieder unverändert in die Partie mit Erik Dohm links, Januzaj links, Lamela rechts, Walker rechts, Sturm, Soldado natürlich mit Eriksen. Und auf Ersatzwagen wartet dann wieder Heuberg, Arnold und Higrota auf ihren Einsatz. Ich weiß noch nicht, ob ich dieses Mal Higrota raufbringen werde, aber ich denke mal Arnold und Heuberg, denke ich mal schon auf jeden Fall. Mal schauen, wer die erste Situation hat. Liverpool oder wir? Balotelli, und da ist er gleich mal durch, Balotelli. Oh mein Gott, warum ist unsere Abwehr so offen? Und er schießt gleich mal, Alter. Er schießt gleich mal, Balotelli hier. Junge. Adam Lallana. Weiter auf Balotelli. Balotelli wahrscheinlich mit dem 1-0. Ja, 1-0 Liverpool. Mario Balotelli. Ich hab's vorher angedeutet. Mario Balotelli wahrscheinlich der beste Spieler vom Verein, oder von Liverpool. Und er macht hier das 1-0. Ah, jetzt müssen wir einen Rückstand aufholen. Ein Unentschieden wäre schon geil, wenn wir gegen Liverpool einen Unentschieden holen. Eriksen, jetzt weiter auf Soldado. Jawohl, das war ein schöner Pass von Eriksen. Soldado, mach ihn. Jawohl, Soldado. Im Gegenanschluss hier gleich mal das 1-1. Soldado hier. Jawohl, Leute. In der 11. Spielminute. Roberto Soldado, Leute. Schöner Pass hier von Eriksen, Leute. Eriksen ist wirklich unser bester Spieler. Der haut die Traumpässe. Der
kann rennen, der kann schießen, der kann eigentlich alles, der kann wirklich alles, Leute. Eriksen auf jeden Fall. Schöner Pass hier auf Soldado und Soldado mit dem 1:1, Leute. Das war ein wichtiger Anschlusstreffer, der wichtige Anschlusstreffer hier. Oder wichtige Unentschiedenstreffer, keine Ahnung, wie man es nennt hier. Auf jeden Fall 1:1, neuer Spielstand. Oh, Liverpool wieder. Mario Balotelli. Auf Lallana. Nein, kein Elfmeter. Es gibt jetzt hier Elfmeter, Mann. Das gibt's doch gar nicht, ey. Das ist doch unnormal. Ey, schon wieder im Gegenanzug hier. Fast, ja, 3 Minuten um, wo ich das 1:1 gemacht habe. Jetzt bekommt hier Liverpool Elfmeter. Und vielleicht noch eine rote Karte hier. Ja, weil Walker auf die Beine tritt von Lallana und der packt sie natürlich ganz clever hin. Da gibt's einen Elfmeter. Gibt's hier eine rote Karte? Ich glaube nicht. Sonst hätten wir oben schon, links oben schon eine rote Karte gesehen. Mann, wer schießt? Natürlich Balotelli, denke ich mal. Ja, Balotelli. Komm, jetzt machen wir Balotelli noch ein bisschen verrückt. Scheiße, Mann. Das gibt's doch gar nicht. 2:1 hier, Liverpool geht wieder in Führung. Mario Balotelli. Weiter auf Lamela, da kommt er nicht ran, da ist Mignolet da. Schade. Oh mein Gott, wir kassieren hier da 3:1. Durch Lallana und wunderschönes Tor, muss ich sagen hier, Leute, wir lassen uns hier abziehen. Davor haben wir Sunderland vorgeführt und jetzt, ja, führt uns Liverpool so vor. Das gibt's doch gar nicht. 51. Spielminute, 3:1, ey. Mann, ey. Schöner Pass von Lamela und jetzt auf Eriksen. Eriksen weiter nach hinten auf Soldado und Soldado, mach ihn. Eriksen, jawoll, 2:3, jawoll hier. Eriksen in der 53. Spielminute. Gleich mal wieder direkte Antwort hier auf das Gegentor von Lallana, aber hier auf jeden Fall richtig nice, Leute. Richtig leckeres Tor hier. Zwar mit ein bisschen Luck, dass da Eriksen da das Ding nicht gleich getroffen hat, oder Soldado, wer auch immer, wer es war. Auf jeden Fall ein sehr wichtiger Anschlusstreffer hier noch kurz vor der Halbzeit. Sehr nice, Leute, sehr nice hier. Der neue Spielstand 2:3. Okay, das spielen sie zwar jetzt sehr gut hier, aber ich würde es ganz anders machen. Ricky Lambert, Lallana. Ey, Leute, oh mein Gott, nein. Raus damit, da muss doch einer rangehen. Nein, da muss doch einer früher rangehen, Mann. Ey, ich schaffe es auch nicht, mit einem Spieler da ranzugehen, Mann. Da versuche ich die ganze Zeit mit Dembele da den Ball abzunehmen und der Ricky Lambert, Alter, der zieht einfach ab mit links und da trifft auch noch. 4:2, Leute. Ist immer so ein Hin und Her. Oh mein Gott, Alter, wie Lallana da uns austanzt. Richtig stark gemacht. Jetzt Henderson. Leute, warum geht da keiner ran? 5:2. Oh mein Gott, Leute, wir lassen uns hier sowas von abziehen. Ricky Lambert schon wieder. 5:2, Leute. Langsam wird's hier richtig peinlich. 61. Spielminute. Nein, Leute. Lamela, komm, lauf durch. Jawohl, und jetzt vielleicht nochmal. Jawohl, jetzt mach ihn. Jawohl, jetzt nochmal ein schönes Hackentor hier zum Schluss. Das war, ja, okay. Ja, 5:3, was soll ich sagen, ne? Eriksen hier nochmal macht sein, keine Ahnung, was für Saisontor, 4. oder 5. Auf jeden Fall, ja, hier nochmal der, ja, okay. Ein kleiner Anschlusstreffer, ne? Aber ich denke mal, wir schaffen es eh nicht mehr. Auf jeden Fall 5:3 hier, ne? 5:4 ist vielleicht nochmal drin, ne? Januzaj. Mann, dieser Pass, Leute. Auf jeden Fall ist es hier vorbei. 5:3 haben wir jetzt gegen Liverpool gewonnen, war ein richtig krasses Spiel. Auf jeden Fall, ja, ein bisschen peinlich, aber hier Liverpool 6 Schüsse aufs Tor, wir haben 4 Schüsse aufs Tor. Okay, was soll man sagen, Liverpool hat einfach besser gespielt, muss ich mir einfach mal zugeben. Auf jeden Fall schauen wir uns mal die Tabelle jetzt gleich mal an. Da bin ich mir jetzt mal richtig gespannt, wir haben 2 Spiele gewonnen, ein Spiel unentschieden und ein Spiel verloren jetzt hier gegen Liverpool. Auf jeden Fall muss es in der nächsten Folge, müssen 2 Siege her, sonst wird es langsam hier eng. Okay, eng, 4 Spiele sind gerade mal um. Aber wir sind immer noch 5. Also, ja, ist eigentlich noch alles offen. Der Erste hat 10 Punkte und wir haben, Man City ist jetzt Erster. Und wir haben 7 Punkte. Das heißt, ja, wenn wir, sage ich mal, im direkten Duell gegen Man City gewinnen, dann könnten wir schon Erster sein und in der Rückrunde gegen Liverpool nochmal gewinnen. Also, ich weiß auch nicht, was dieses Spiel mit Liverpool los war, Leute. Ja, die waren sowas von stark hier gerade. Wichtige Partien, ach so, wichtig. Oh mein Gott, Leute, was für ein Versprecher. Wichtige Partien hier. Lalalala. Alles klar. Okay, was? Schauen wir einfach nochmal, gegen welche Teams wir in der nächsten Folge spielen. Wir spielen hier gegen West Bromwich Albion. Okay, da muss ein Sieg her. Und im Capital One Cup gegen Gillingham. Okay, das heißt, nächstes Mal West Bromwich und Gillingham im Pokal. Und darauf die Folge Arsenal und Southampton, Leute. Und da spielen wir schon gegen Man City. Also wird hier richtig spannend in den kommenden Folgen. Auf jeden Fall, ja.
bedanke ich mich fürs Zuschauen. Gibt doch ein paar Däumchen nach oben hier für die Niederlage hier gegen Liverpool, Leute. Also das war wirklich richtig krass. Habe ich auch noch nie richtig mitbekommen hier. Liverpool, Leute, wir lassen uns sowas von abziehen. Aber eigentlich haben wir auch gar nicht so schlecht gespielt. Gute Kombination waren bei gewesen, aber keine Ahnung, Leute. Das geht mir einfach richtig auf den Sack, dass die Kommentargegner immer sowas von hin und her spielen. Hin, her, die ganze Zeit, Leute. Auf jeden Fall, ja, will ich hier nicht nach Ausreden suchen. Auf jeden Fall, ja, hat Liverpool gut gespielt. Die Niederlage ist auf jeden Fall verdient, nämlich auch in Kauf. Aber das erste Spiel haben wir ja souverän gegen Sunderland gewonnen, sage ich mal. Auf jeden Fall bin ich dann raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns morgen wieder bei Es Müllert wieder. Haut rein, Leute, euer Pex Müller. Tschüssikowski, ciao!